Oh, mein wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Oh, ich könnte das nicht so machen, was? Viel besser. Hallo und herzlich willkommen zu einem wahrscheinlich ungewöhnlichen Stream, weil ich spiele Tarkov und das hat wahrscheinlich niemand erwartet seit Ewigkeiten. Hallo, ich bin auch da. Das ist der Plan für heute. Ich hoffe, ein bisschen Spaß dabei. Wir können ja ganz kurz durchgehen. Wie gesagt, so mega krass sind wir noch nicht. Ich bin Level 26, ich glaube Martin Level 27 schon. Boah, wo gehen wir hin? Wir können ja mal Lighthouse mit dem Skiff. Ja, können wir gehen Lighthouse mit dem Skiff, alles klar. Direkt eine Labs-Karte. Jawohl, nice! Alles klar, wir können raus. So, let's go. Jetzt geht ab. Jetzt geht hoffentlich nicht ab, das ist ja genau der Punkt. Oder wir machen jemanden. Alter, die Sonne. Ja, die Sonne ist halt richtig AIDS gerade. Boah, Digga, wenn du da mit dem Scope reinguckst. Auf jeden Fall hier unten an dem Ding können auch Skeffs spawnen. Laut Map 3 bis 6. Aber gefühlt ist jetzt noch gar keiner gespawnt. Da ist er. Ach, Mann. Hast du? Sicher? Dein Schuss ja, guckst du zumindest zuerst. Du hast aber. Er ist nachher umgefallen. Ich habe genau drüber geschossen. Ja, ich weiß, wir könnten die Tanker auch noch looten. Ja, und unten am Pier sind auch welche. Einen habe ich. Aber ganz hinten am Boot. Also ganz, ganz weit hinten. Ja, dann rüber da, oder? Yes. What the fuck? Bin so fett. Okay, ich laufe um den Zaun rum. Bin ich trainiert genug? Wo ist mein Skiffy? Niemand? Da. Da rennt einer. Da rennen zwei. Oh, warte. Ich nehme den rechten. Skeffs? Skeffs oder was? Das ist keine Skeffs. Hinten im Busch. Bin halt voll am Sack wegen der Dingens jetzt. Ja, verstehe ich. Mein Gott. Schade, aber deiner. Das ist gut, meine ich natürlich. Ich gehe da jetzt gucken. Hab da jetzt Bock drauf. Ja, ich weiß, aber du bist auch gierig wie so eine geile Französische Nutze. Ich bin nicht gierig, ich bin einfach nur ungeduldig. Ja, wie eine Französische Nutze. Ja, wenn der Dude hier im Busch sitzt, ne? Ja, hier vorne. Der ist tot. War nicht mal ein BMC. What the fuck? Lol, da. Alter, als wenn du mir jetzt meinen fucking Arm weggemacht hast. Ach, hier oben oder was willst du drauflegen? Ja. Oh. Wow. Digga. Moment, wir machen sofort. Machst du? Hast du es probiert? Ah, das sind zwei. Ah, sogar. Guck mal, da ist auch einer. Den habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich zu langsam. Einer ist reingegangen. Einer ist reingegangen. Sicher, dass er reingegangen ist? Ja. Sehr, sehr sicher sogar. Jo. Oh. Der ist reingegangen. Nice. Sehr gut. Eis ist gebrochen. Hier, Leute, ne? Das sind keine 200 Meter. Headshot 242 Meter. Als wenn du den geheadshottet hast. Ja. Oh, hier gibt's Wetten, ob wir sterben. Oh. Sterben, wie hoch ist es denn? Bram, Martin oder keiner? Warum gibt's denn nicht beide? Ehrlich gesagt nicht mal, wo ich meine 15.000 Punkte habe. Ja, du hast uns halt bestimmt schon mal zugeguckt aus Versehen. Das ist noch von der Zeit von davor, bevor wir noch nicht zusammengearbeitet haben. Einfach so, da früh hast du es bestimmt mal geguckt, ich wusste. Nee. Hab ich wirklich nicht. Wow, kam echt. Ich hab hier noch das Messer vom Pfadfinder-Camp. Ich glaube, ich ramme das jetzt einfach in die Brust, weil das tat echt weh. Nee. Deswegen war das mir ja damals so schwer gefallen mit dem Best-of-Channel, weil ich ja nicht. Ich hab halt voll, als ich angefangen habe, hat mir halt so Andy und Domi voll den Crashkurs gegeben in allen Insidern. Ja, aber du weißt doch, wie die Leute sind. Die rennen alle in ein Resort rein, wie die Wilden. Ja. Rechts. Hat er auf dich geschossen? Nee. Okay, komm, Granate rein. Werfen? Ja, komm. Okay. Eine links, eine rechts. Von der Hütte. Weiß in welchem Haus ist der? Direkt hier in dem rechts. In dem hier? Direkt hier rechts, ja.
Hast du ihn gemacht? Ja, also glaube ich, du hast ihn sogar gemacht, glaube ich. So. So, so. Dann kommst du dahin, du dahin, du dahin. Und du kannst weg oder rein. Aha! So nämlich. Auf ewig. Auf, schieb mich hier nicht runter. Geht er? Also, du hast gerade mit ein bisschen Schwung gegen mich gebollert, dann ging das. Also dann geht das bestimmt. Jawohl, nice. Boah, ich jinx es jetzt. Ey, Mann, was, Alter, wir jetzt zweimal Schorlein nicht gestorben sind. Mach's nicht! Ich hab das die ganze Zeit auf den Lippen. Warte nicht für ein Kind von dir. Meine Kinder sind reserviert. Sorry. Weißt du schon, wie die Kinder heißen werden? Ehrenfried und... Geil, Ehrenfried ist bester Name. Finde ich ja jetzt schon 10 von 10. Gibt's wirklich jemanden, der Ehrenfried heißt? Ja, damals bei meiner Ausbildung, der alte Meister, der schon in Rente war, aber einfach nicht aufhören konnte zu arbeiten. Ehrenfried-Name. Das war Ehrenfried, war das. Boah, geil, pass auf, Ehrenfried ist ein pietistischer Name, der Ehre und Friede bedeutet. Ja, surprise, wenn ich jemanden Ehrenfried nenne. Boah, dann könnte ich auch jemanden nennen, gebackene Pommes. Weißt du, was das heißt? Der ist gebackene und Pommes. Ja. Also, ich hatte, als ich mal noch gearbeitet, also als ich noch richtig gearbeitet habe früher, ne, hatte ich mal eine nette Ansprechpartnerin. Die Dame hieß Helge mit Vornamen. Und Herr mit Nachnamen. Okay. Und ich hab's über das erste halbe Jahr habe ich immer geschrieben: Hallo Herr, Helge Herr. Oder Hallo Herr, Herr. Ja, klar. Ja, und dann hat sich herausgestellt, das ist Frau Herr. Aber dann hat mein Kopf noch mehr gebumst, welcher ich bin. Weil das ist irgendwie richtig beschissen von der Namensgebung. Weißt du, da kann die überhaupt nichts für. Aber Frau Herr zu heißen ist richtig scheiße. Okay, ein Dude, der heißt Herr 20. Und er sollte eine Abmahnung kriegen. Und dann sagte der Typ, wie heißt du? Und dann sagte er 20. Und dann bist du wahrscheinlich, wir wissen, wie du heißt, nicht wie alt du bist. Problem ist auch, wenn du mit einem Lehrer privat per Du bist. Ja, ganz ehrlich, die einzigen, die mit einem Lehrer privat per Du sind, sind die Kinder von den Lehrern und Leuten, die mit Lehrern schlafen. Danke. Ich habe während meiner Ausbildung einem Lehrer zu Hause beim Hausebau geholfen. Hast du mit dem geschlafen? Nein. Wieso? Aber der hat mich mit auf Motorradtreffen genommen. Ja, ist offen. Eine halbe Minute! Und jetzt legen wir uns hier hin. So, guck mich an. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir werden das nicht schaffen. Nein. Ah, da ist einer. Ich guck mal, ob ich oder... Achso, du guckst schon. Du. Oh, da ist noch einer. Der ist, glaube ich, hier im Busch wieder. Ich hab einen. Nice. Geil. Wieder Sachen mitnehmen. Immer gut. So, was sagst du zum Scope? So, erster Eindruck. Erster Eindruck ist schon mal gut. Gut, das ist gut beweglich. Und es ist groß. Es ist groß. Wie dein mächtiger Prängel. Ja. Ah, das hört sich doch gut an. Hast du ihn gerade nicht gesehen? Ich hatte ja schon gesehen, ja. Genau, der hat mich schon gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich dachte, ich hätte ihn gerade gesehen. Der schießt sogar auf mich. Schießt du auf mich? Ja. Manchmal verstecken die sich auch so ein bisschen in den Büschen hier dazwischen. Da vorne am Haus. Der ist tot. Perfekt. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit in die Tür reingeguckt. Bei denen? Ja. Mach ich nicht. Oh. Ist das auf dich? Resolve. Ne, ist am oben am. Reserve. Am. Oben. Resolve. Wetter. Nee, das ist, glaube ich, Wetterstation. Komm, der Dach jetzt. Ich muss angewöhnen, mich hinzuknien. Also ich kann schon so viel sagen, da wo ich bin, höre ich deine Schüsse schon nicht mehr. Also Schalldämpfer bringt halt dementsprechend schon was. Geil. Einen habe ich. Einen noch. Hörst du den Keuchen mittlerweile? Der ist hier, glaube ich, in der Ecke hier. Eine Ecke? Moment, dann gucke ich mir das einfach von hinten an. Kann man nicht.
Schade. Der ist nicht hier in der Ecke. Ich dachte, der wäre hier in der Ecke. Japka! Nice. Japka. Immer möchte ich mal in den Kopf schießen. Nee, also das hätte ich, nicht mal irgendwie aus Spaß irgendwo hingeworfen. Ich wollte einfach nur einen Stift ziehen. Das war heute auf jeden Fall ziemlich cool. Vielen, vielen Dank, Chat, dass ihr mit dabei wart. Ich bedanke mich wirklich vielmals. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und wir sehen uns zeitnah wieder. Ich bedanke mich vielmals. Haut rein, ihr geilen Schnittchen. Und genau, mit den Worten, die ihr gerade gehört habt, bis dann. Und tschüss.